So, und damit herzlich willkommen zurück bei Planet der Affen, die letzte Front, im Kapitel 5 Enthüllung der Wahrheit. So. Oh, ey, hau nicht ab, Stinky. Eine Kaserne oder ein Lager der Menschen. Mal schauen, ob dort wirklich Affen gehalten werden, die für die Menschen kämpfen. Eine Eisenbahn mit Affenschädeln. Oh, das sind wirklich Affen. So, wer sitzt dort fest? Ah, Maria! Hi! Ah! Der Seamus für Arme. Oh, hey, Doc. Oh, I hallo like a new home. Dort. Why am I here? Was mache ich hier? Why are the humans in cages? Warum sind die Menschen im Käfig gesperrt? Those guys, yeah. Ach, die, tja. Sie sind bloß krank. I won't help you. Ich werde euch nicht helfen. Go to hell. Hell. Zur Hölle mit euch. Hölle? Well, I think you're already there. Ich denke, du bist schon da. Komm. Hi, Brian. Ihr Affen habt uns verarscht. Nein. Apes wanted peace. Die Affen wollten Frieden. Boy was Der alive. Junge war noch am Leben. Jess brought your friend alive, but there were apes hiding, waiting to trap us, kill us. Wer hat wen in eine Falle gestellt? Eure Anführerin hat gelogen. Ich wusste nichts von den Affen. I did not know about apes hiding. Ich wusste nichts von dem Hinterhalt der Affen. Maybe. Vielleicht. You not know. Wusstest du auch nichts von eurem? Why are you in this? Warum steckst du da drin? These soldiers took me prisoner. Diese Soldaten nahmen They want to take gefangen. Over the town. Then take over your tribe. Sie wollen das Dorf und dann euren Stamm. I don't understand. Ich verstehe nicht. Apes. Affen and humans und Menschen. Both in cages. Beide in Käfige eingesperrt. If you let me out, Wenn du mich rauslässt, können wir Jess warnen. No. Nein. I warn ich warne den Stamm. Human. Menschen Look after. Kümmern sich um ihren. Unser Dorf will Frieden. Jess hat euch nicht verraten. Befreie mich, dann könnt ihr... Habe sie gehört. Let me out. Lass mich raus. We can beat them, but we have Beide to können wir sie besiegen, fast. Aber wir müssen schnell handeln.
Maria weiter gefangen halten. Bye bye, Maria. No. Nein. I will not trust. Ich kann den Menschen nicht trauen. After they kill us, they will come for you. Kill you all. Euch alle töten, ja. Erst wir, dann euch. Na mal schauen. Das wird übel enden. Rainy. We've got to get out of here. Wir müssen weg hier. Well, that's not tja, das wird nicht so leicht. Let me know when sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. So, zurück bei den Affen. Hi, Brian. Where? Tola will mit dir reden. Wo? Oh. Tola feiert. Oder? Du bist zurückgekehrt. Sag mir, sag dem Stamm, was du gesehen hast. Viele Soldaten kommen. Viele Waffen. Eine Armee. Es herrscht Krieg. Seid doch alle keine Krieger. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Tod den Menschen. Krieg. Heute Abend vernichten die Affen die Menschen. Die Affen töten alle. Die Affen müssen die Menschen ausrotten. Na, mal schauen. Okay, wir sind hier wieder an den Bahngleisen. Auf was wird geschossen? Auf Affen? Wieso? Ist das schon der Krieg? Was ist da los? Ach, das ist das Resultat, oder? Oh, scheiße. Das sieht nicht gut für die Affen aus. Wow, wow, wow. Brutus, was ist los? Angriff! Kampftaktiken sind die Affen jetzt nicht so die Meister. Wow, Tola ist tot. Brian sieht auch nicht gut aus. Scheiße. Ich glaube, damit haben die Menschen gewonnen. Mark, Jess, Rainy und Maria. Alle noch Gefangene. Die Affenjäger. Ist es zu Ende?
Oh ja. Okay, dieses Ende war jetzt vielleicht nicht ganz so positiv, so positiv für die Menschheit. Hätte besser laufen können. Unser Vater ganz am Anfang, also wenn ich jetzt aus der Brian-Sicht oder Bryn-Sicht nachdenke, unser Vater recht schnell am Anfang gestorben, nach dem ersten richtigen Angriff. Nein, das war ja sogar nur ein Hinterhalt. Danach lief es besser. Kurz darauf ist aber Juno, unser jüngerer Bruder, und der Orang-Utan gestorben. Nicht ganz optimal. Jetzt zum Schluss unser älterer Bruder, Tola, und wir selber auch. Könnte eventuell noch Oaka noch leben, die wohl unsere Frau ist oder Schwester. Ich kann es nicht genau sagen. Ich denke mal unsere Frau. Schimpansenfrau. Was war bei den Menschen passiert? Okay. Der Mann von Chess war ja, glaube, ganz am Anfang einfach begraben worden. Also da konnten wir nichts tun. Rainy hat noch gelebt, aber als Gefangener. Maria als Gefangene. Unser Sohn als Gefangener. Und die Affenjäger haben gewonnen, so könnte man sagen. Lassen wir mal hier noch die ganzen Namen durchlaufen. La la la. So viele Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal spielen sollte und dann ja andere Entscheidungen treffen. Ich hatte ja normalerweise vorgehabt, mit den Menschen recht defensiv zu spielen und die Affen eher offensiv agieren zu lassen oder feindselig. Wenn ich jetzt die Entscheidung anders treffe, vielleicht gewinnen da die Affen. Bei die Armee, die würde ich jetzt nicht unterschätzen, die wir am Ende noch gesehen hatten. Den Affenjägern. Dass das Ende jetzt so abrupt kam, könnte vielleicht an unseren Entscheidungen gelegen haben. Weil irgendwie ist das ja, eine interaktive Erzählung, weil so richtig spielen tut man hier nicht. Man trifft ab und an mal eine Entscheidung, wobei sich das wahrscheinlich von der Handlung jetzt nicht so massiv auswirken wird. Also keine massiven Änderungen bringt, würde ich jetzt so spontan sagen. Ab und an mal gab es ja noch die Möglichkeit zu schießen. Wenn man da zu langsam ist, dann trifft man einfach nicht. Inwiefern das wieder Unterschiede macht, keine Ahnung. Es laufen immer noch ganz viele Namen durch. Die lassen wir auch laufen. So wird die Folge wenigstens ein bisschen länger. Bin mir nicht sicher, wie lange die Leute, die hier bei mir zuschauen, meine Videos verfolgen. Ob sie nur mal am Anfang kurz reinschauen und sagen, ah,
Ist eh nichts für mich. Von daher. Jeder, der bis zu den Credits hier gespielt, zugeschaut hat, kann sich ja vorstellen, dass hier nichts mehr passiert. Und diejenigen können ja dann die Folge auch beenden. Oder irgendein anderes Video reinmachen. Oder nur unten im Zeitstrahl schauen, ob am Ende vielleicht doch noch irgendwie was kommt. Spoiler, keine Ahnung. Teaser. Am Anfang hatte ich vielleicht zu sehr den Affenjägern vertraut. Bei den Affen hätten wir vielleicht mit Brian irgendwie um die Herrschaft im Affenkollektiv kämpfen können. Vielleicht hätten wir da Sachen anders machen können. Also so im Nachhinein habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht, was ging. Die Affen wurden ausgerottet, weil sie kein Taktikverständnis hatten jetzt bei den Kämpfen. So sah es für mich zumindest aus. So auf offenem Gelände zu kämpfen, da muss man doch schon irgendwie Deckung suchen. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob die Affen mit den Gewehren gezielt geschossen haben. Oder ob die einfach nur so grob in die Richtung halten und abdrücken. Naja. Aber wie gesagt, das sah jetzt massiv schlecht für die Affen aus. Wenn es den ganzen Stamm getroffen hat, dann ist wohl die Affenzivilisation mehr oder weniger geschlagen hier auf dem Planeten, und der Planet der Affen wird der Planet der Menschen weiterhin sein. Oh, ich glaube, die Credits nähern sich dem Ende. Ich sehe keinerlei neue Namen, von daher vielleicht sehen wir noch was. Ja, das Spiel ist damit erstmal durch, beziehungsweise diese Runde ist beendet. Daher tschüss und ciao, bis zum, ich sage einfach mal, nächsten Mal mit vielleicht anderen Entscheidungen. Ich will zumindest auf irgendeine Art und Weise ein Happy End sehen. Also tschüss und ciao, bis dann.